Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Und es ist mal wieder Zeit für Friendship is Musical von Tridashi. Heute eine etwas sehr kurze Variante. Ich habe nur eben noch auf Twitter gelesen, dass er momentan anscheinend zu tun hat mit den neuesten Friendship is Musical-Videos, aber gleichzeitig auch seine Sachen packen muss für seine Reise nach Europa, glaube ich. Da hat er sich dann in kurzer Hand entschlossen, Friendship is Randomly Musical Part 3,5 hochzuladen, obwohl der eigentlich noch nicht fertig ist. Aber scheiß drauf, ich freue mich, dass ich wieder Material habe zum Gucken, zum Reacten und ich hoffe, dass das dieses Mal nicht so ein Desaster wird wie beim letzten Friendship is Musical Video, wo es ihm gesperrt wurde. Zum Glück hat das jetzt wieder neu hochgeladen, allerdings ohne den Titel It's a Small World. Naja, ich bin mal gespannt, was diesmal auf mich zukommt. Letztes Mal war die Quote nicht so wirklich gut. Da waren es, ich glaube, 12 Songs und ich habe nur 4 davon erkannt und ich habe mir 2 riesengroße Böcke geleistet. Ich hoffe, das wird dieses Mal anders. Vielleicht schaffe ich sogar mal alle zu erkennen, weil 2 Minuten und ein paar Sekunden sind das ja dann auch nicht so viele, die untergebracht werden können. Hoffe ich einfach mal aufs Beste und schauen wir einfach mal rein. Wer weiß, wie viel ich erkennen würde. Ich hoffe, eine ganze Menge. Ihr werdet auch wieder hier unten, Moment, da werdet ihr wieder sehen können, welche Songs ich erkannt habe, beziehungsweise wie viele Songs ich erkannt habe und wie viele nicht. Und hier oben steht natürlich auch wieder, welcher Song das ist. So, jetzt aber genug gesappelt, rein ins Video. Friendship is Randomly Musical, Part 3,5. Ich starte das Video jetzt. Discord. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon mal gehört habe, weil irgendwie kommst du mir bekannt vor, aber wüsste jetzt nicht woher. What the hell? Ist auch genauso unsicher, ob ich es kenne oder nicht. Oh, scheiße, woher kenne ich das? Woher kenne ich das? Scheiße. Ich komme nicht drauf. Was ist denn das? Da bin ich total raus. 4 Stücke, ich habe nämlich keine, nicht einen erkannt, ist ja schlimm. Wow. We are number one. Oh ja, das Internetphänomen von Lazy Town. What the hell? Keine Ahnung. Dr. Fluttershy expected that. Nein! Nein! Dr. Mario! Dein Ernst? Das ist großartig. Ist das nochmal Dr. Mario? Ja. Okay. Oh Gott, diese Referenz, bitte nicht! Oh mein Gott, Dr. Fluttershy! Das war sehr kurzweilig, aber es war lustig, auf jeden Fall. Ich gucke noch ein zweites Mal rein und dann melde ich mich gleich zurück mit meinen abschließenden Gedanken zum Video. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Zweites Mal mir das Video gegönnt. Es waren tatsächlich nur 7 Songs, also nicht so viele, wie ich gedacht hatte im Vorfeld. Aber erstmal, also 2 habe ich nur erkannt, das waren nicht sehr viele. Wobei ich mich bei einem ziemlich geärgert habe, aber gehen wir mal nach der Reihe durch. Also, erste war Trance 009 Sound System Dreamscape. Keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört. Wer das kennt, schön. Wie gesagt, ich kenne es nicht, scheint aber anscheinend in irgendeiner Weise bekannt zu sein auf YouTube. Wie auch immer. Zweites war Super Smash Bros. Ball Main Theme.
Da hätte ich drauf kommen können, weil ja, während das Ganze abgespielt wurde, war dieses eingeblendet Ich bin so ein Idiot. Luna joins the night. Und das kennt man ja, glaube ich, aus Smash. Irgendein Charakter steht dann da, joins the fight. Also hätte ich vielleicht drauf kommen können. Nur dass jetzt Super Smash Brothers Brawl ist. Gut, das hätte ich wahrscheinlich nie erraten, aber wenn ich Smash Brothers gesagt hätte, das hätte ja schon gereicht. Schade, bin ich nicht drauf gekommen. Aber jetzt komme ich zu dem, wo ich mich geärgert habe. Nämlich, das dritte war der Mii-Kanal, die Musik dazu. Und da hätte ich drauf kommen können. Die kenne ich eigentlich unfassbar gut. Und dass ich die nicht erkannt habe, wahrscheinlich einfach, weil ich zu lange nicht mehr auf den Nintendo-Konsolen was gemacht habe. Aber trotzdem, dass ich da nicht drauf gekommen bin, das ärgert mich echt, weil eigentlich ist es eine sehr bekannte Musik. So, dann wieder das, was er am letzten Mal schon benutzt hat: Minuet in G-Major von Johann Sebastian Bach. Wahrscheinlich soll das heißen in G-Dur, keine Ahnung, ist mir aber auch jetzt völlig in Latte. Wieder sehr offensichtlich: Minuet. Klar, das Pony, Minuet, logisch, da macht das Sinn. Ich hatte mir nur so zwischendurch gedacht, dass es möglicherweise ein klassisches Stück sein könnte, wieder, war mir aber nicht sicher, weil das doch etwas verquer klang. Egal, dann natürlich das Internetphänomen von Lazy Town, We Are Number One von Robbie Rotten. Ich glaube, das ist ja der englische Titel, wie im Deutschen bei uns Freddy Faulich. Ja, der leider ja sehr früh verstorbene Stefan Karl. Ich glaube, mit 40 ist er ja verstorben schon. Aufgrund, ich glaube, Krebs ist er ja gestorben. Aber das ist ja ein ziemliches Internetphänomen. Und ich glaube, wenn er das irgendwann hier so wieder verwendet, ich werde es immer wieder erkennen, weil ich es inzwischen so oft gehört habe, dass ich es einfach nicht mehr aus dem Ohr bekomme. Egal, dann auch wieder eins, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte: Run Evolnation. Wer das kennt, schön für euch. Ich kenne es nicht. Ich habe es mir mal angehört, ganz kurz. Sagt mir überhaupt nichts. Aber okay. Und dann natürlich als allerletztes das, wo ich schon bevor es losgegangen ist, richtig erkannt habe: Dr. Mario. Ich liebe diesen Song. Also, es gibt ja da auch diese spezielle Adaption auch auf Deutsch auf YouTube. Und ich liebe diesen Song. Er ist einfach so herrlich bescheuert, aber auch großartig inszeniert. Kann ich jedem nur mal empfehlen, also da mal reinzuhören. In Dr. Mario Deutsch gibt's, also ist zwar sehr undeutlich, aber ist scheißegal. Es ist einfach saumäßig lustig. Und wie gesagt, kann ich jedem nur mal ans Herz legen. Ja, das war Friendship is Randomly Musical 3,5. Bin mal gespannt, was er dann im nächsten Video draufpackt. Ob dann Nummer 4 oder 3, 2,5, keine Ahnung, was dann als nächstes kommt. Ich hoffe dann wieder ein etwas umfangreicheres Video, weil ich echt mal wieder ein Video bekommen möchte, wo richtig viele Songs drin verpackt sind. Wobei, was nützt das, wenn ich die auch nicht erkenne? Wie gesagt, die Quote ist jetzt sogar noch schlechter geworden. 2 von 7, 5 nicht erkannt. Bei einem ziemlich nah dran, beziehungsweise eigentlich, dass ich es kenne, aber nicht drauf gekommen. Aber das zählt ja nicht. 2 und 5. Nee, also die Quote darf so bitte nicht beibehalten werden. Die muss wieder nach oben korrigiert werden. Naja, sei es wie es sei. Ich hatte Spaß wieder mal an diesem Video. Ich wünsche Tradeshi sehr viel Spaß in Europa und hoffe, wenn er wieder zurück ist, dass es dann neue Videos in diesem Bereich geben wird. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Reactions. Hoffe, ihr freut euch auch drauf und ich hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Videos wieder dabei seid. Euer D-Spyro. Ciao!